Hallo, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr eure Sims 3 Spielstände ganz einfach und ohne viel Arbeit speichern könnt. Dazu benötigt ihr ein externes Speichermedium, wie zum Beispiel eine externe Festplatte, einen USB-Stick, eine CD oder DVD, welcher noch keinen Inhalt hat, also deren Datenträger, oder eine Cloud. Ihr geht dazu in Dokumente, Electronic Arts, die Sims 3. Dort findet ihr einen Ordner, welcher sich Saves nennt. Ihr öffnet diesen mit Doppelklick und dort drin seht ihr nun eure Spielstände. Ihr wählt nun den Spielstand aus, den ihr sichern möchtet, in diesem Fall zum Beispiel Dark Willow Fields.Sims 3. Die .Sims 3 Ordner sind die Spielstände, die ihr momentan spielt. .Sims 3.Backup sind davon wiederum Backup-Files. Und wenn es nur noch eine .Sims 3.Backup-File gibt, dann ist dies von einem gelöschten Spielstand. Ihr könnt diesen wiederherstellen, indem ihr einfach das .backup von dem Dateiordner entfernt. Und wenn ihr das nächste Mal Sims startet, habt ihr den Spielstand wieder im Spiel. Ihr wählt nun den Ordner aus, den ihr gerne retten möchtet, kopiert ihn und fügt ihn auf eurem Speichermedium wieder ein. Außerdem halte ich es für sinnvoll, auch den Save Sims Ordner, den Mods Ordner, den Downloads Ordner und eventuell auch den Exports Ordner mit auf dem Speichermedium zu sichern. Ihr solltet eure Spielstände regelmäßig sichern. Jeder baut mal etwas um, jeder baut mal etwas komplett Neues dazu. Damit eure Änderungen nicht verloren gehen, empfehle ich, mindestens einmal im Monat eine Spielstandssicherung durchzuführen. Um auch die alten Spielstände, falls ihr gerne zu diesen zurückkehren möchtet, nicht zu verlieren, empfiehlt es sich, diese zu benennen. Zum Beispiel Dark Willow Fields 001.Sims 3, Dark Willow Fields 002.Sims 3 und immer so weiter. Große Ordner, wie zum Beispiel den Mods- oder den Downloads-Ordner, die sehr viele große Dateien enthalten können, empfehle ich als komprimierten Ordner, zum Beispiel .zip oder .rar, abzuspeichern. Wichtig ist noch zu beachten, ihr könnt euren Spielstand nur dann spielen, wenn auf dem Sims auch die Welt, in der ihr mit dem Spielstand gespielt habt, installiert ist. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch und ich wünsche euch viel Spaß beim Sims-Spielen. Bis dann!